Solche Bilder wird es in Deutschland wohl kaum geben. Dennoch sind auch wir nicht sicher vor Erdbeben und deren Folgeschäden. Es hat alles sich so bewegt, der ganze Boden, alles so unter einem, so als wenn man auf so einem Surfbrett steht und versucht, das Gleichgewicht zu halten. Und dann wackelte der Schrank ganz stark, die Gläser zitterten. Ich denke, ui, was ist denn das? Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Fast täglich bebt auch in Deutschland die Erde, wenn auch nicht so stark. Die Erdkruste besteht aus sogenannten tektonischen Platten. Erdbeben gehen meist auf Bewegungen dieser Platten zurück. Diese tektonischen Platten bewegen sich aneinander vorbei, voneinander weg oder aufeinander zu. Überall dort, wo Platten aneinander stoßen oder reiben, entstehen große Spannungen. Wenn die Spannungen zu groß werden, bricht die Erdkruste. Und das spüren wir als Erdbeben. In Deutschland sind nur bestimmte Gebiete erdbebengefährdet. Zentren der Erdbebenhäufigkeit in Deutschland liegen in der Umgebung von Gera, im Erdbebengebiet Kölner Bucht und südlich von Tübingen in der Schwäbischen Alb bei Albstadt. Erdbeben stellen eine Gefahr für Gebäude dar. Die durch das Beben verursachten starken horizontalen Bewegungen im Boden sind besonders problematisch. Mit fatalen Folgen, so wie hier im Modell. Wir können an dem zerstörten Gebäude jetzt noch sehr schön erkennen, dass die Wand, die keine Öffnungen hat, also wirklich als Scheibe wirken kann, immer noch steht. Und die Wand, die die Öffnungen hatte, zerstört ist. Besonders starke Bodenbewegungen treten in Gebieten mit weichen Böden auf. Bei sandigem Untergrund mit erhöhtem Wassergehalt könnte im Erdbebenfall eine Verflüssigung des Baugrundes einsetzen. Dies kann zum Absinken oder gar zum Kippen eines Hauses führen, wie hier im Modell. Und das führt dazu, dass wir nicht nur das Gebäude selbst betrachten müssen, sondern auch den Baugrund und die Beschaffenheit des Baugrundes. Und wir müssen sicherstellen, dass es zu solchen Effekten wie der Bodenverflüssigung nicht kommen kann. Erdbeben können darüber hinaus indirekt Gebäude gefährden. Nämlich dann, wenn sie etwa Hangrutsche verursachen, die Häuser beschädigen oder zerstören. Sie können sich und ihr Haus schützen. Es gibt einige einfache Grundregeln beim Bau eines Hauses in Erdbebengebieten, damit so etwas nicht passiert. Wir fassen die Wände in Stahlbetonrahmen ein, so auch die Fenster und Türen, sodass die keine Schwachstellen mehr darstellen. Ein anderer Schutz vor Erdbebenschäden sind sogenannte Ringanker. Das sind Stahlkonstruktionen, die sich schützend auf tragende Wände legen. Sodass diese Risse nicht so aufgehen können. Dann wird es auf Zug festgehalten und kann sich eben so nicht ausbilden. Auch beim Giebel kann man vorsorgen. Also wenn hier an der Giebelwand, die jetzt hier leider nicht mehr vorhanden ist, ein Ringanker vorhanden gewesen wäre, der hier entlang läuft, dann könnte diese Wand so nicht herausklappen. Besondere Vorsicht ist bei Aufbauten geboten. Wenn solche Teile herunterfallen, dann können sie natürlich Katastrophen auslösen. Und gerade Kamine sind oft nur aufgemauert und nicht richtig verankert. Man kann die durch ein Stahlkorsett verankern im Dachstuhl, dann kann so etwas nicht passieren. Also wenn man in einem der drei erdbebengefährdeten Bereiche in Deutschland bauen möchte, dann kann ich nur empfehlen, dass man sowohl einen Architekten als auch Statiker zu Rate zieht, die Erfahrung haben mit dem erdbebengerechten Bauen. Dann, glaube ich, ist dem Häuslebauer am ehesten geholfen. So sind Sie und Ihr Haus vor Erdbeben geschützt.